Dort, meine Freunde, erblicken wir den Palast der sechsten Welt. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch keine 15 Wundersamen. Wir können tatsächlich hingehen. Ohne ein reguläres Level hier gespielt zu haben, nur Nebensachen Quatsch. Das ist der Palast, aber wir haben wohl noch nicht genug Wundersamen. Sammeln wir noch mehr und kehren dann hierher zurück. Kann man machen, ne? Sonst haben wir den Palast immer erst gefunden, nachdem wir mehr als genug hatten. Abzeichentest, Schwebehochsprung 2. Okay. Ich muss gerade mal überlegen. Durch kurzsichtiges Schweben höher als normalerweise. Ah ja, okay, das ist... Kleines bisschen Flattersprung, ne? Jetzt mit einer anspruchsvollen Challenge. Das wird ja schon alleine klar durch die Lava-höhlenartigen Backgrounds, dass es jetzt ernst und schwierig wird. Das beeinflusst. Immer her mit den guten Sachen. Wie Onkel Ben zu sagen pflegte. Boah. Wirklich. Ja, dafür ist das Abzeichen gemacht, wie es scheint. Wunderbärchen, das ging doch locker flockig von der Hüfte. Passt, wackelt unter die Luft, meine Damen und Herren. Poplin, reich mal rüber. Nicht so geizig. Das ist meins. Mainz ist doch eine Stadt am Rhein. Mainz. Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Nö. Uff, hier geht's nicht weiter. Ah, ich komme nicht mehr zu meinem Freund, weil dieser blöde Felsen den Weg blockiert. Normalerweise würde ich ihn einfach zertrümmern, aber im Moment bin ich einfach zu schlapp dafür. Wenn ich doch nur einige Blumenmünzen hätte, dann wäre ich schnell wieder fit. 50? Geschenkt. Oh ja, ich spüre, wie die Kraft in mir erblüht. Das habe ich gebraucht. Und jetzt? Ja, 50 ist ja wirklich nichts. Und die Kraft ist wieder weg. Jetzt fühle ich mich wieder schlapp. Wenigstens ist der Felsen weg. Jetzt komme ich wieder zu meinem Freund. Puh, geh ruhig weiter. Deine Freunde sind auch meine Freunde. Magmatiefen Observatorium 2. Prinz Florian, wie hast du dir nur einen Weg durch die Ranken gebahnt? Die wuchern mittlerweile überall. Du hast völlig recht, man sieht das Blatt vor Augen nicht mehr, werden uns fast verlaufen. Die wuchernden Ranken überall und mit dem Magma stimmt auch etwas nicht. Was ist plötzlich los? Aber ich habe etwas gefunden, das ich den Ranken verfangen hatte. Es soll dir gehören. Bitte unternimm noch was gegen diese wuchernden Ranken. Na, können Sie sich bedanken. Ja, wir sammeln weiter fleißig Stuff und Wundersamen etc. Sind schon einige Ebenen tief, haben schon viel gesehen und erlebt, aber immer noch kein reguläres Level erledigt. Du sagst noch was? Jetzt komme ich endlich zu meinem Freund. Toll. Manchmal fühle ich mich total stark und dann wieder gleich wieder schlapp. Dir viel Glück auf deinem Weg. Ja, das geht mir aber auch so. Ohne Witz. Das ist der Wahnsinn. Verlaufen? Wenn du nicht mehr weißt, wo du gerade bist, drücke in den magmatiefen L, um dir die Karte anzusehen. Dort kannst du mit A ein Level auswählen und dich direkt zu ihm bringen lassen. Das ist wahr. Aber ist auch in Ordnung. Im Reich der Rotumbas. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's los, Leute. Rotumbas. Wo leitet sich der Name wieder von ab? Tatsächlich bekommt es jetzt damit zu tun. Ich verstehe. Moment. Sind das nicht die aus Mario 3D World auf jeden Fall, die man in die Lava schmeißen musste? Da gab es auch eine große Version davon. Übrigens, ich bin ja nicht blind. Ja, da bin ich hergekommen. Moment. Aber es sieht so aus, als könnte man da weitergehen.
Dann muss man doch mal checken, oder? Checken Sie das? Dann checken Sie das. Und ich checke auch, dass der da glitzert. Er hatte wohl nur Münzen. Das ist ein Ding. Aber tut mir leid. Okay. Das wäre also doch kaputt gegangen. Ich dachte nur, muss es jetzt irgendwie anders fallen? Selbst wenn ich so es gecheased hätte, hätte ich ja gerne den regulären Weg gewusst. Ich weiß schon, was in der Wunderzeit passiert. Wunderzeit passiert. Wunderzeit passiert. Ich weiß schon, was hier in der Wunderzeit passiert. Wirklich das allerletzte, was mir noch fehlte quasi. Aus den allseits bekannten Trailern. Roll, roll, roll. Ups. Schieben und verbiegen. Aha. Das ist ein Ding. Ja, hallo. Nabend, was geht ab? Ja. Irgendwie sieht er ein bisschen sehr merkwürdig aus mit dem Bohrer auf dem Schädel, oder? Das ist jetzt die neueste Mode. Habe ich das Gefühl. Wie heißen die? Rotumbas. Die heißen doch Karumpel. Die in Mario 3. Mir ist der Name gerade eingefallen. Karumpel. Ja, sind die halt nah verwandt. Das Ding sieht wackelig aus. Warte, da oben ist was. Bin doch nicht blind. Oh, du bist ja clever. Ich muss also schnell genug an die Decke. Ich habe es nur ein bisschen mit Wandsprüngen noch gedeichselt. Das riecht doch nach einem roten Ausgang, hä? Aber voll! Machen wir gleich den richtigen. An für sich mag ich das ja nicht so, wenn man erst den Secret Exit findet und dann den normalen Weg. Allein von der Reihenfolge in der Videobeschreibung und solche Sachen. Aber ich sage euch, wie es ist. Das zeigt einfach, dass du dich ausführlich umgeschaut hast. Das zeigt einfach, dass du gründlich bist. Dass die Entwickler dich nicht gekriegt haben. Ach, die Knochen im Hintergrund wegen der Welt. Habe ich jemals drauf geachtet, was in der Welt für Knochen zu sehen waren? Für Symbole? Knochen ist schon sehr auffällig. So. Aha. Aber der Wundersamen fehlt halt auch noch. Das Ding sieht wackelig aus. Finster. Für die Leute, die es bisher noch nicht mitgekriegt haben, wie man das kaputt kriegt. Dann würde ich sagen, check the point und weiter geht's. Ein Secret Exit vor dem Checkpoint. Auch eher die Seltenheit. You see me rolling, they hate it. Riding dirty. Weißt du, was du willst. Die Münzen sind ja wohl ein klares Zeichen, ein Bekennerschreiben. Ja, tut mir leid. Warte, ich muss hier was machen. Aber wie? Ich muss von der anderen Seite. Ah. Weißt du was? Das kriegen wir trotzdem hin. Ohne den Item, ohne das Item wäre es vermutlich gegangen, den Gegner nach rechts zu rollen, statt nach links. Man weiß es halt vorher nicht. Achso, du hast nur einen Versuch, den Wandsprung zu meistern. Das war hier die Challenge. Ich habe überlegt, was soll das? Das war eigentlich schon die ganze Kunst. Ist das Kunst oder kann das weg? Hier ist was drin, ich kann es mir denken. Jetzt geht's ab hier. Also, wo wollen wir hin und wie ist die Steuerung? Wir können ja wirklich steuern. Ich dachte, hat was von einem Igel, oder? Spin Attack, Spin Dash, let's go! Kann ich euch kaputt machen? Bin, glaube ich, stärker als die anderen. Weiter, juhu.
Okay, man kann den ganz einfach steuern. Ich dachte, man ist so quasi den Naturgesetzen ausgesetzt. Schneller, schneller! Ist auch schön zu wissen, dass wir sonst alles haben. Wir können uns darauf konzentrieren, das Level zu genießen. Das bin fast schon zu wenig. Ich hoffe, das kommt im späteren Level nochmal vor. Welches ist das Speziallevel der Welt? Vielleicht. Spezialwelt von Welt 5 haben wir auch, ne? Ich bin mir sicher, da war doch am Ende. Mussten wir die Minenarbeiter nochmal retten. Das haben wir gemacht. Komm her. Das sind keine Karumpel, ne? Diese neumodischen Gegner im Mario-Universum. Aber es hat auch ein bisschen was von Mario Galaxy 2. Der Rollfelsen-Mario haben wir dieses Jahr noch Let's Played. Ich vergesse das auch oft. Wir haben 2023 Mario Galaxy 2 Let's Played. Und auch jede Menge Spaß gehabt mit Rollfelsen-Mario. Wie immer. Wie immer. Abzeichentest, Schwebepirouette 2. Okay. Give it to me. Die ist ganz nett. Aber jetzt kommt eine schwierige Challenge damit. Wovor ich noch ein bisschen Angst habe und bange, ist Unsichtbarkeit 2. Weil es gab ja Unsichtbarkeit 1. Und das habe ich als ein bisschen kniffliger bewertet. Was ist hier los? Nichts. Objekte Begierde. Wunderbar. Es sind an und für sich so kurze Level. Aber Checkpoints nach jedem Sprung. Weil es ja doch für die Casuals sein soll, ne? Die sollen es schaffen können. Gut, aber zugegeben, das Level ist jetzt nicht wirklich schwer. Aber ich hörte bereits, dass selbst Jump'n'Run-Noobs Spaß haben. Mit Mario Wonder. Mario Wonder. Je länger du das Spiel spielst, desto mehr hörst du dich an wie Mario. Wuhu. Da ein unangenehmer Nebeneffekt. Aber da muss man durch. Diese Abzeichen hast du gemeistert. Verwenden? Bitte. Florian. Ist immer gut jetzt. Augen auf in der Tlutrako-Ruine. Hey, Moment mal. Wozu wurde mich der Secret Exit hingebracht? Der normale nach unten und die Schwebepirouette? Ja, okay. Da geht's aber auch weiter. Jetzt gucke ich erstmal. Der führt mich bestimmt zum nächsten Observatorium. Ach, die Brücke. Ich möchte zur anderen Seite, aber durch die Hitze des Magmas hier ist die Brücke zusammengebrochen. Ich würde die Brücke ja reparieren, aber es ist so heiß. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Brücken repariert. Und da helfen Münzen oder bist du einfach nur ein geldgeiles Konsumopfer der Gesellschaft? Kapitalismus! Toll, die Durststrecke hat ein Ende und ich kann mich endlich an die Reparatur machen. Sekunde, Kapau! Ich dachte, dir ist zu heiß. Wie hat dir das geholfen? Hast du dir schnell eine Klimaanlage gekauft? Oder musst du auch nur hungrige Mäuler stopfen zu Hause? Nicht schlecht. Jetzt ist die Brücke noch stabiler als zuvor, würde ich sagen. Du kannst ruhig mit mir reden, Alter. Kamek. Außer auf der Map haben wir den bisher noch nicht gesehen. Hat mir schon für ein Thumbnail-Artwork gereicht, aber... Lass dir das eine Galeere sein! Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich halt doch den rechten Weg zuerst. Oder ist es rechts halt vielleicht eine Sackgasse? Gucken einfach mal auf der Map. Es gibt halt echt einfach zwei Wege. Und wir müssen uns entscheiden. Wenn rechts der kleinere Weg ist, nehme ich den. Augen auf in der Tlutrako-Ruine. Hallo, Tlutrako! Da ist das Wort Tlurak mit drinne. Zufall? Ich denke schon.
Verstehe. Kann man machen? Ich vertraue dir einmal. Ich vertraue euch mal hier. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Ist er hin? Macht mich ein bisschen fuchsig. Eigentlich soll es ja eine sichere Sache sein, aber es fühlt sich so falsch an hier alles. Aber wieder ein typisches Beispiel von simpel, aber effektiv. Ich habe so damit gerechnet, jede Sekunde, jede Millisekunde habe ich damit gerechnet, dass ein weiterer Block aus der Erde kommt. Ist witzig, ne? Ist witzig. Eigentlich muss man hier gar keine Angst. Ja, doch, muss man schon. Ich hab Angst, ja. Ich kann schon gar nicht mehr schlafen. Meine Gedanken kreisen den ganzen Tag nur um Blöcke. Ich denke mal, ich muss die Röhren jetzt nicht kontrollieren. Das mit dem Wandsprung funktioniert so semi-gut. Als ob, man. Ne, wirklich nicht. Was ist schon los? Wäre prädestiniert gewesen. Aber gut, gecheckt ist gecheckt und dann geht's halt weiter, ne? Hauptsache nicht verreckt. Als du es gemacht hast, die Gegend abgecheckt. Oh, da geht's rein. Jawohl. Jetzt fühlt sich das schon wieder falsch an. Hm? Klar. Ja, ja. Wie funktioniert das im Zwei-Spieler-Modus? Oder noch mehr? Ja, da sind einfach mehr Blöcke da, ne? Das war eigentlich positiv. Nee, nee, man kann ja auch schon ganz schön auf die Nase fallen. Ich dachte, da wären noch Blöcke, die erscheinen. Seht ihr, da verlässt man sich da drauf und dann wird man verlassen. Ich meine sogar, einen Block gesehen zu haben, aber ich scheine mich getäuscht zu haben. Muss man mindestens die Blume berühren. Ach, das Ding bewegt sich nach vorne. Ich dachte, das rotiert nur. Ach so, sagt er doch dazu, Mensch. Scheinbar nichts verpasst. Empfiehlt sich, ne? Hast du recht, danke dir. Oh, ich hab da was entdeckt. Des Todes. Nee, ich habe sogar die dritte Münze. Und ich komme da so hin. Ja. Egal, was ihr hier macht. Jo, thanks. Das sehe ich als ein bisschen dramatisch. Ist wieder Wandlaufen angesagt, Leute. Ich gehe euch die Wände hoch. Aber erstmal nur. Ja, doch. Das sind die Wände. Ich gehe an die Decke, aber erstmal gehe ich euch die Wände hoch. Kann auch alles passieren. Obwohl die Ideen so simpel und nach klaren physikalischen Gesetzen passieren. Finde ich es manchmal auch verwirrend. Aber das liegt vermutlich einfach nur daran, dass es für uns neu ist. Wenn es dieses Element schon gegeben hätte, Super Mario Bros. 3 oder World,
dann würde ich nicht so denken darüber. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt so vieles, was mir so befremdlich vorkommt in diesem Spiel. Obwohl es einfach eine scheinbar gute Sache ist. Da werden wir uns dran setzen müssen. Wie bist du? Tja, kannst du mal sehen. Ich hab nicht mal eine Ahnung, wo du bist. Komm doch dazu, Plauderblume. Okidoki. Das war Augen auf in der Tlutrako-Ruine. Ich nehme mal, das waren die Feuergegner, die, der auch da zu sehen ist. Jawohl. Der war da zu Hause. Dann mal weiter, Kevin Afghani. Vulkanregion-Info. Vorsicht, Magma, Vulkanregion. Hast du dich verlaufen? Drücke L. Und das kannst du mit A ein Level auswählen. Ich direkt. Das ist ja halbes Metroidvania hier. Zieh Münzen an. Sammle mit dem Münzmagnetabzeichen Münzen hier im Angebot. Sei unser Kunde und blühe auf. Oh, das ist noch zu teuer. Verdammt. Oh, ich darf es nicht vergessen. Guck mal, ich kaufe schon mal das. Ich muss das Abzeichen. Ich schreibe mir das besser irgendwo auf. Ja, hat so viel für die Pappaufsteller ausgegeben. Ich habe es doch gesagt. Aber 300 ist nicht die Welt. Das kriege ich schon. Abzeichentest Rankenschuss 2. Oh ja, auch das könnte gut aussehen und ein bisschen knifflig werden. Abzeichentest. Du kannst es. Alter, nie was anderes gemacht im Leben. Das geht auch nur begrenzt. Ja gut. Oh, hier. Kannst auch unendliche Wandsprünge damit erreichen. Und provozieren. Aber kannst auch mal daneben schießen. Mit deinem Bisasam-Skill. Ja, sah aber gut aus. Oh, hallo, Pluto. Ey, das war knapp, ne? Ich hätte die fast bekommen, optimal. Speedrun-Strat, Leute. Ich arbeite euch hier. Den nächsten Weltrekord aus. Guck mal, ich habe die bekommen, sogar ohne die Ranke. So wird ein Shoot raus. Das ist echt ein cooler Skill, ne? Aber es sind zu viele Ideen. Es sind einfach... Du bräuchtest für jede dieser Abzeichen ein eigenes Mario-Spiel. Es ist doch wahr. Verbraucht das doch nicht. Da habt ihr doch bis 2050 ausgesorgt. Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Vor allen Dingen, was wird das nächste 2D-Mario? Da brauchst du ab jetzt immer Abzeichen oder was? Weil sonst... Er wird zu viel. Zu viel Automobil! Höhle der kreisenden Flammen. 4 Sterne. Hier wird was gefordert, meine Damen und Herren. Kreisende Flammen sind kreisende Flammen. Ne? Kreisende Flammen, schmeißende Schmammen. Das ist ja... Schauen wir mal weiter. Ob es hier einfach jemand drauf gekotet. Nee, ist klar, das ist von der Magma und so, aber es sieht schon zweifelhaft aus. Ja, Entschuldigung. Es sei Markus, benutze keine Abzeichen. Was kommt als nächstes? Markus, benutze keine Power-Ups. Items sind von Gottes gegeben, von Gottes Hand. Die Power-Ups sind von Shigeru Miyamoto abgesegnet worden. Nachdem er den Elefant nicht gut fand. Und es war kein Pfand auf den Elefant.
Was geht ab? Geht es nach oben? Moment mal, du führst mich jetzt nach unten, aber ganz oben war doch was. Da krieg ich auch Bock auf König der Löwen-Let's Play. Nicht, da oben ist doch was, ich sehe das doch. Schau mal einer kurz. Hä, als ob. Ah, da oben geht's noch weiter. Ah, ich bin halt einfach der größte Skillmaster auf dem Planeten. Es bringt nur nichts. Es war so gedacht. Oh mein Gott. Oh mein Gosh. Wenn dir schon was gegeben ist mit dem. Mit dem Bohrer, dann. Wozu? Hä? Scheiße, ich hätte ihn gebrauchen können. Hab ich ihn erwischt? Ich glaube schon. Mit dem Bohrer werde ich ja auch hochkommen, anderweitig. Egal, ja, wir haben alles. Check the point und weiter geht's. Ich warte die ganze Zeit auf so eine Knochenbahn, ne? Ich hoffe nicht. Ach, guck mal, was für eine coole neue Idee. Die Lava ist nicht nur unten, sogar oben und es kommen Hotheads raus. Sowohl von oben als auch von unten. Aber wieder muss ich euch enttäuschen, das ist eine Idee, die es schon in Super Mario Bros. 3 gab. Ja, da gab es auch Decken voller Lava. Da haben die ganz ähnliche Sachen gemacht. Nicht genau verstanden, was ich gemacht habe, aber es war toll, heißt es. Also, ich bereue nichts. So, Gumba. Ein Gumba-Fels. Verwandle ich mich wieder in einen Gumba. Warum Badetag? Wo war das? Ich glaube doch irgendein Spiel, war das Metroid? Da gab es so Fake-Lava und da musste man reinspringen. Oder wo war das noch? Also nicht mal irgendwie kampfanzugresistentartig Dingsbums. Sondern einfach, das war dann Fake-Lava und an einer Stelle musstest du reinspringen. Ich glaube, das war Metroid 1. Also unverwundbar. Das trifft sich ganz gut. Wir spielen im Mopsi-Modus. Markus, ich will nicht, dass du im Mopsi-Modus spielst. Ich will, dass du es richtig schaffst. Nicht in Ordnung. Lösch dein Let's Play. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich mache, was die Entwickler mir vorgeben. Das ist voll der Cheater. Du benutzt immer das Falsche im Abzeichen. Das ist nicht cool, Mann. Das ist nicht cool. Ich habe mich erschrocken. Also, die Wunderzeit hier heißt einfach, wir sind gerade unverwundbar. Chaos, Smaragd der Unbesiegbarkeit. Sonic die Regel. Kann dir nichts passieren. Da sammeln bloß mal ein paar Blumenmünzen. Das sind nur 10 die Münzen. Auch noch 300. Abzeichen. Insgesamt, wir haben fast die halbe Miete. Das ist ja nix hier. Das ist ja nix. Was ist so verdächtig? Sass. Warmbadetag, geh baden und tschüss, Mann. Ja. Scheiße, Mann. Ich kann das nicht mehr. Okay, das war... Oh, Mann. Das ist, wenn man das Gehirn ausschaltet, ne? Markus, du warst nämlich gar nicht mehr unverwundbar. Wusstest du das? Hey, was geht ab? So, wir können weitermachen. Ja,
Invincible. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Der meint die Wunderblume. Ich hab doch sogar alle drei. Ja, ich hab gar nichts übersehen. Ich bin mir sicher. Ich meine, wir müssen auch mal wieder einen Secret Exit Check machen, ob wir wirklich überall einen Haken haben. Das ist wohl der Haken an der Sache. Ist aber wieder ein vollgestopfter Part. Ja, ist halt ein 4-Sterne-Level, da kann man schon mal erwarten, dass man ein bisschen Zeit investieren muss. Das sieht ganz danach aus, als würde er auch zu Ende gehen. Ich hab was gesehen. Ich habe etwas erblickt. Da führte noch eine Münzspur nach oben. Wo man, ja, wie mit einem Bohrer hoch konnte. Vielleicht ist da nix, aber vielleicht ist da was. Hier ist sogar safe etwas. Nee, ich dachte, weil es hier zwei Wege gibt, aber irgendwie... irgendwie... very well. Wir gucken jetzt einfach mal so. Aber hier ist ein Haken. Der Laden hat nicht alles. Ja, ich habe noch nicht alles im Laden. Den Laden noch nicht durchgespielt. Es gibt nur ziemlich wenig Secret Exits im Spiel, das ist wahr. Finde ich tatsächlich sogar ein Stück weit angenehmer. Gut, scheinbar doch. Aber ich würde mich trotzdem interessieren, was da ist. Gut, das war's heute. Nächstes Mal versuche ich Yoshi. Aber auch nur, weil wir den noch nicht hatten. Und dann sehen wir uns wieder. Haut rein. Reißt euren Daumen aus und gebt ihn mir. Bis dann und ciao.